fish come down from the Isle of Skye. I'm no very big and I'm awfully shy. The lassies say as I go by, Donald, where's your cruiser? Let the wind blow high, let the wind blow low. Through the streets in my kilt I'll go. All the lassies say hello, Donald, where's your cruiser? So I went to a fancy ball and... Und damit herzlich willkommen zu meinem... So, jetzt hört man mich wahrscheinlich viel besser. Hoffe ich mal. Ich habe jetzt auch keine Probeaufnahme oder so gemacht. Lief ja die letzten Male ganz gut. Willkommen zu meinem Let's Play 18, 19. Ihr seht das ja im Titel. Ja. Damit wollte ich auch nur mit diesem mit diesem Song, also wollte ich euch eigentlich nur zeigen, dass ich einen Fetisch für fröhliche, gute Laune Musik habe. Und ich liebe diesen Song, den kenne ich von einem uralten, lustigen Flash, einer Flash-Animation. Einer sehr lustigen Flash-Animation, wo ein Bully von einem Nerd verarscht wird. Der wurde von ihm gebullied, also gemobbt, geschlagen vielleicht sogar in der Schule. Und dann ist da so ein Foto mit so einem Esel und dieser lustigen Musik. Und der Bully ist da auch. Und ihr könnt euch schon den Rest vorstellen, denke ich mal. Eine Flash-Animation. Eine nicht jugendfreie Flash-Animation mit dieser fröhlichen Piratenmusik oder Seemannsmusik. Richtig, richtig geil. Da werden 20 Jahre alte Erinnerungen wach. Aber genug geschwatzt. Legen wir los mit Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, um genau zu sein. Schauen wir erstmal auf die Karte. Okay, dieses Missionsziel ist sehr nah hier. Also gehen wir hier lang und erledigen das hier. Ich weiß immer noch nicht, was die Nebenmission ist. Ich meine, guck mal, was steht denn hier? Hakans Rettung. Okay, da müssen wir den Türken aus Solidarität, schon allein aus Solidarität müssen wir den befreien. Ja, und ich hoffe... Ich habe gar nicht geguckt. Ich hoffe, das war nicht mehr als 15 Sekunden, dieser Song. Ich habe gar nicht geguckt. Vielleicht, wenn es ein bisschen länger ist, dann kriege ich Copyright-Probleme. Und dann, ja. Und dann wird YouTube ganz, ganz böse auf mich. Also, wir retten jetzt den Hakan. Wenn das mal kein Türke ist, dann fresse ich einen Besen. Das muss ein Türke sein. Hakan ist ein urtürkischer Name. Sogar Street Fighter 4 hat einen Charakter... Was ist das? Ah, eine Feder. Hat einen Charakter ins Spiel gebracht, der heißt Hakan. Ein türkischer Ringer, der sich einölt und so. Ich komme hier nicht weiter. Also wird das wohl nichts mit Hakans Rettung. Aber später vielleicht. Oder es gibt einen anderen Weg. Oder wir scheißen einfach auf diesen Hakan. Nee, wie soll ich hier durch? Das ist ja riesengroße, dicke, fette Wand. Da kommt doch nicht mal die Mutter aller Bomben durch von den Amis. Vergessen, wie die heißt. Moab oder sowas. Diese Bastarde, diese scheiß Amis. Also die Amis sind eigentlich ganz korrekt, ja, aber jetzt komme ich schon in die Politik. Was scheiße sind, ist... Und bleiben wir, sind die amerikanischen Politiker. Das sind alles Hurensöhne. Da. Dr. Dominguez Amaro. Apokalypto, Mel Gibson, wie ich gesagt habe. Voll die Parallelen. Amaro
von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Das ist doch Unuratu, die Königin. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich war voll auf diese Opferung fokussiert und die Frau vor mir hat voll den Orgasmus bekommen, Alter. Was ist denn das für eine Psychopathin? Unten liegt auch einer und die Leiche wird jetzt die Treppe runtergeworfen. Das ist 1:1 Kopie von Apokalypto. Ich krieg gerade einen Anruf von meinem Bro. Dem schicke ich dann das Video, also wenn es hochgeladen ist. Dann kann er sich. Oh. Kann er sich angucken, warum ich nicht rangegangen bin. Der legt einfach nicht auf. Er lässt es klingeln. Ich kann mich nicht umschauen. Ich kann den Kamerawinkel nicht ändern. Die ganzen Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Die ganze Zeit schon nicht. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Alter, was für geile Statuen, die errichtet haben. 150 EP. Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Also, da hier Gebüsche sind, in denen ich mich verstecken kann, habe ich nicht genug Platz. Wird es hier auf jeden Fall gleich richtig abgehen, würde ich mal sagen. Und ich werde jede Menge Menschen wieder töten müssen. Aber wenigstens kann ich das sammeln. Vielleicht das? Nein, ist voll. Hä, wieso schwimmt sie nicht? Das ist ja ein ganzer... See hier am Fuß dieser Statue. Geil. Richtig geil. Also der Architekt. Wenn es das in echt geben würde, das wird so geil aussehen. Unglaublich. Hammer. Der Game Designer. Respekt an dieser Stelle. Sieht richtig schön aus und die Musik. Ich sag ja, manchmal muss man innehalten und einfach genießen. Einfach die Details auch beachten und würdigen und respektieren und ja, schätzen. Einfach schätzen. Als ich ein kleiner Pisser war, hatten wir erstmal 16-Bit mit Nintendo und dann 32-Bit. Super Nintendo und der Game Boy, ich weiß nicht wie viel Bit der hatte. Auf jeden Fall ist das habe ich nicht vergessen. Ich weiß das hier zu schätzen, Mann, das ist unglaublich. Auch wenn es schon mit der Nintendo 30 Jahre her ist bei mir. Ich habe es nicht vergessen, wie die Grafik aussah. Außerdem hat man ja... gespielt auf dem PC per ROM Super Mario World oder Super Mario Bros. 3. Hackenaxt. Geil, Alter. Ich stehe hier auf der riesengroßen Hand von der Statue. Da drüben geht voll die Opferung. Und ich kletter und schwing mich hier rum. Boah, war das knapp, Alter. Sieht aus wie mein Eingang. Richtig, richtig geil. Hier einen Köpfer ins Wasser machen. Warum nicht? Wenn ich nur wüsste,
bei irgendeinem Let's Play war es. Da wurde mir beschrieben, wie ich einen Köpfer ins Wasser machen kann. Kurz vor dem Aufprall soll man C drücken oder sowas. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich hab's nicht hinbekommen. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Also. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Der Käfer rennt gar nicht weg. Was will ich denn eigentlich? Was hat sie gerade gesagt? Wonach sind wir nach der Suche? Ich weiß gar nicht, wonach ich suche hier. Ich chill hier einfach. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Schön. Ich habe wieder vergessen, meinen Timer zu stellen. Fantastisch. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Und wo ist ihre Maske? Wir könnten Köpfe reinmachen. Hat sie auch nicht gemacht. Vielleicht kann man gar keinen Köpfe machen. Aber irgendwie sowas. So mir kurz. Oh! Nein! Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Oh mein Gott. Honorato! Rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. So ein bisschen aus wie Rose Byrne. Oder Byrne, oder wie sie ausgesprochen wird. Ich werde dich nicht enttäuschen. Richtig schönes Mädchen, also Schauspielerin. Zum Beispiel in Troja hat sie mitgespielt, in einem Seth Rogen-Film. Eine Komödie. Irgendwas mit Nachbarn. Bad Neighbors. Und in einem Horrorfilm Insidious oder sowas. Ja, es ist so gekommen, wie ich gedacht habe. Steinbecher, eine Fotografie. Ein Hinweis darauf, wohin Lopez die Schatulle gebracht hat.
Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Okay. Die sehen sich alle gegenseitig. Soll ich sie einfach mit der Schrotflinte erledigen oder? Piss dich, Alter. Tja. Oh mein Gott, Alter, was habe ich alles abbekommen? Wo kommen denn diese Pfeile her? Wer schießt denn die Pfeile? Wer schießt die? Heilen, heilen, heilen. Nachladen. Nachladen, Lara. Hä? Habe ich nur noch 3 Schuss? Ja, ich habe nur noch 3 Schuss. Dann nehmen wir doch das Maschinengewehr. Oh mein Gott, Alter. Wie kann man nur so schielen? Hinter mir ist auch einer. Eine Brandbombe. Was haben wir hier noch? Kopfschuss. Ist hier noch einer? Oben, oder? Easy. Oh, oh, oh. Jetzt nicht sterben. Nicht sterben! Ich werde andauernd von diesen Pfeilen erwischt. Noch ein Pfeil. Ich bin tot. Wow. Oh mein Gott, Alter. Bitte jetzt nicht sterben, Alter. Bitte. Ganz schön viele Wachen, Mann. Und jetzt sieht man keinen einzigen mehr. Und dann auf einmal sind wieder 3 Stück da. Und 4 andere schießen die Pfeile in den Arsch. Den Pfeil und Bogen könnten wir auch mal benutzen zur Abwechslung. Hm. Da guck ich blöd. Was das? Die spannende Musik hat nicht aufgehört, aber sie geht nicht mehr geduckt. Jetzt heißt es Leichen schänden, Leichen schänden, Leichen schänden. Das ist alles Gold hier. Hier hatte ich doch jede Menge, oder 1, 2, aber die habe ich schon geschändet. Gut, sehr gut. Medizin haben wir auch. Haben wir hier noch ein paar Sachen. Wir brauchen Schrotflintenmunition. Dafür habe ich nicht genug Platz. Muss doch irgendwo Munition sein. Also, ich sehe hier keine Munition, dann gucken wir mal, ob es hier vielleicht noch etwas Außergewöhnliches gibt. Hier liegt ja auch einer. Ah, hier liegt sogar eine ganze Menge. Ja, jetzt müssen wir nur noch in diese Ecke hier schauen. Hier, guck mal. Der hat auch Munition dabei. Schrotflintenmunition. Sehr gut. Schnell nachladen. Das nächste Mal sind wir also auch gewappnet. Und jetzt Exit. Da ist das Exit-Schild. Ein goldenes Exit-Schild. Jonah, wo bist du? Ich bin
Mit Jonah habe ich auch schon lange nichts mehr gemacht. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Am Anfang war der sehr präsent und jetzt überhaupt nicht mehr. Sehr wenig. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Und was für eine? Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Der hat das aber ziemlich gut weggesteckt. Den Tod seiner Mutter. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Was war das für ein Schlumpf? Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwakyaku und sehen dann, wie es weitergeht. Also. Da hätte man sich mehr Emotionen gewünscht. Also ich hätte mir da mehr Emotionen... Etwas mehr Emotionen erwartet. Etwas mehr Story-mäßig, so wie in God of War. Richtig geile Story. Oh, God of War muss ich mal wieder durchspielen. Für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Ein Apache-Kampfhubschrauber. Wie es aussieht. Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Lange sie nicht.
Was für ein erbitterter Kampf. Such da drüben. Boah. 500, was? Commander Rook? Ein Foto von Commander Rook? Commander Rook ist ein gut ausgebildeter, hochdekorierter Veteran der US Special Forces. Seine enorme Erfahrung mit heiklen Geheimoperationen und die tödliche Effizienz, die er dabei an den Tag legte, weckten die Aufmerksamkeit des Hohen Rates, der ihn daraufhin allein aufgrund seiner Akte rekrutierte. Er ist der Anführer der Streitkräfte von Trinity und leitet persönlich die Decon-Teams, denen nicht nur spezielle MTV, die Paladins, zur Verfügung stehen, sondern auch für Spezialeinsätze gedachte Helikopter, die als Cardinals bezeichnet werden. Er hat die zweithöchste Stellung bei Trinity inne und ist nur dem Hohen Rat unterstellt. Wenn Dominguez das Herz von Trinity ist, ist Rourke dessen Faust. Rourke und Dominguez sind nicht immer einer Meinung, haben aber, so schwer es ihnen auch fallen mag, Respekt voreinander. Hm. Sieht aus wie so ein Schauspieler. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Jonah finden. Schlammlöcher. Was gefunden? Alles klar. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? In dem Bereich ist nichts. Läuft er hierher? Nope. Konnte das nicht etwas warten? Hä? Ich hab nur mein Messer. Ich hab meine Waffe nicht, meinen Bogen nicht. Hast du irgendwas? Verdammt. Da liegen ein paar Sachen, die ich werfen kann. Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ich sehe mir das jetzt mal an. Große Stich hier nicht. Hier ist nichts. Hä? Ich hätte das Teil fallen lassen. Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht was basteln. Hey. Komm, noch ein Stück, dann. Bist du in meiner Reichweite? Aber wie bringe ich die zwei jetzt um? Die sehen sich ja gegenseitig. Ah, jetzt nicht. Der konnte dir leider nicht antworten. Wo ist denn der jetzt? Hä? Wir erleiden Verluste. Ach was. Einstein. Ich sehe mich lieber mal um. Noch nicht, warte. So, jetzt. Jetzt kannst du dir den Boden angucken, du Stück Scheiße. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, klettern wir mal hier hoch. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Kapturen, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Alles voll. Leichter gesagt als getan. Bam! Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Dafür sind wir viel zu wenige. Als müssten sie gegen eine Armee kämpfen. Das ist ein dünnes Mädel, Leute. Wo sind die? Tötet alles, was sich bewegt. Ja. Der Meinung bin ich auch. Ich töte hier auch alles, was sich bewegt.
Oh, oh. Was? Hä? Habt ihr mich gesehen? Wie hat er mich denn gesehen? Hä? Kletter doch hoch! Wow. Ich kann mich nicht heilen. Boah, gut, Mann. Wie sehe ich mich jetzt? Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen meine Ruhe. Was? Die haben mich schon wieder? Ich verstehe das nicht. Ich bleib mal ein bisschen unter Wasser. Okay, letztes Gefecht. Ich glaube, das kam von oben. Noch ein bisschen näher. Ein bisschen näher. Boah, Unterwasserkampf. Genick gebrochen. So, jetzt schwimmen wir wieder zur anderen Seite. Wenn ich hier etwas sehen würde, könnte. Bleiben ein bisschen unter Wasser. Lassen ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Und dann töten wir einen nach dem anderen. Oder waren das jetzt alle? Ich glaube, das waren alle, ja. Ja. Ah, ich dachte, ich kann mich jetzt nochmal mit Matsch einsauen. Weil ich schwimmen war. Ja. Ich hätte gerne jemanden so umgebracht. Vom Baum aus. Wie bin ich direkt auf dem Stamm gelandet? Geil. Cool, cool. Was gibt's hier? Sachen zum Werfen. Nehmen wir auch die Flaschen mit. Wir haben bestimmt Pfand. Lol. Was ist Juliet 3? Hier Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört, keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Ein Lagerfeuer. Ein Basislager. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? 5 Punkte habe ich. Honorato ist tot. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Hey, das ist auch nicht schlecht. Krallen des Atlas 2. Eins habe ich ja schon. Das skill ich als nächstes. So. Inventar. Da habe ich nur meine Kletteraxt. Oder beide Kletteräxte. Ich bin so müde, Mann. So wenig geschlafen, nicht mal 3 Stunden. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Noch nicht Tagebuch eines Trinity-Soldaten. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien. Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Wer zum Teufel ist jetzt Anna? Ich sag ja,
Man findet immer so Sachen und dann die zusammen, ohne Zusammenhang. Und deswegen habe ich gar keinen Bock mehr hier irgendwas, eine Notiz zu lesen oder... Hallo Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rock. Commander Rock. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Ich glaube, ich habe gerade einen Punkt bekommen. Jetzt habe ich vielleicht wieder drei. Jawohl, jawohl. Kran des Atlas 3. Wenn wir irgendwann wieder auf den Bäumen sind, dann können wir da jemanden hochziehen und lautlos killen und verstecken. Das wird hoffentlich auch irgendwann von Vorteil sein und ich meine, irgendwann werde ich das auch benutzen können, die Gelegenheit dazu haben. Porvenirer Ölfelder. Ich gut lese. Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Oh, shit. Ich hab was. Wo? Wärmebild. Mit Wärmebildgeräten ausgerüstete Feinde können Lara durch Vegetation hindurch entdecken, aber nicht durch Wände. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Ja, Digga. Ich weiß nicht. Kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, die haben doch Wärmebildkameras. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Wo ist denn der Typ mit der Wärmebildkamera? Nicht, dass ich Angst oder sowas hätte, aber... Ja, jetzt kann ich den killen, lautlos. Wenn ich nicht gerannt wäre, dann hat das vielleicht auch geklappt. Hä? Ich kann da jetzt nicht mehr durch, komischerweise. Ja, dann eben so. Bam. Bam. Und... Also, nicht rennen. Ich hab was. Du hast einen Scheißdreck. Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Da war echt ein Jaguar oder sowas. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Gucken wir mal, wo wir hier lang gehen. Also, wo wir hier landen. Ah ja. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Ja, bitte. Aber hier anfangen. Hier. Jawohl. Jawohl. Zack. Jetzt kannst du dir deine Wärmebildkamera in den Arsch schieben. Mal sehen, was sie jetzt macht. Ich chill hier. In Gift-Efeu an der Wand. Erstmal lenke ich euch ab. Ja, bitte. Untersuch schnell. Komm, komm. Wie ich meinen Kopf dahin bewege, ob ich dann. Als würde ich dann mehr sehen können. Alter, wie hat er mich im Gebüsch gesehen? Wie? Ey, die mit ihren scheiß Granaten, Mann. Keine Chance, Mann, was soll ich machen? Ich hab nur mein scheiß Messer. Feuer einstellen, Feuer wieder. Versteck mich doch hinter der Wand!
hab gerade heilen gedrückt. Gerade eben. Ich hab was. Wo? Das ist ein Affe. Hey, sind wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Die haben doch alle Waffen. Wieso kann sie die Waffe nicht abrücken? Okay, ich beeil mich. Verstehe ich auch nicht. So, jetzt kommt dieser Typ gleich hier nochmal her. Es geht los. Mit der Wärmebildkamera. Hoffentlich. Hier standen davor zwei. Hä? Ich könnte hier Verstärkung brauchen. Ah, hinten. Kann man auch. Kann man auch entlang. Hä, der schießt einfach blind. Komm schon. Und dann ist er auch noch rot. Ich kann ihn nicht umbringen. Der muss gelb sein. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Auch nicht. Hopp. Kommt hier jemand? Es raschelt im Gebüsch. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Die müssen auseinander, so kann ich die nicht killen. Was zum Teufel? Alter, lass mich doch hier abhauen, Mann. Heilen. Keine Chance. Null Chance. Ich hab was. Wo? Sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Ich muss diesen. Hey, ich beeil mich. Hey, ich kann hier hoch, glaube ich. Ja, Mann. Es geht los. Er kommt sicher gleich wieder. Vermutlich. Muss irgendwas sein. Das wollte ich nicht. Sind genau vor mir. Oh, der hat eine Wärmebildkamera. Der guckt aber nicht in meine Richtung. Eben hatte ich noch eine Flasche in der Hand. Bereits sieht okay aus. Die sehen wir wieder. Wir haben keine Chance zu entkommen. Der sieht mich nicht. Ah, jetzt sieht er mich. Okay, ich kill dich. Komm, komm. Ihr feigen Hunde. Ich hab was. Ja, ich hab dich auch gleich. Lass den Affen wegrennen und dann. Zack! Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, ich kletter mal nochmal hoch. Ach, verdammt! Okay, beeil mich! Es geht los. Also vier Stück zähle ich. Mehr als vier dürften es nicht sein. Ich gehe nachsehen. Moment. Ich könnte hier Verstärkung brauchen. Macht euch kampfbereit. Suche bestätigt. Den hier unter mir, den konnte man gerade. Die anderen konnten den nicht sehen.
schießen einfach blind. Boah, sehr gut. Nein! Ey, der war gelb. Während ich gesprungen bin, ist er rot geworden. Ach du Schande. Verrecke! Alter, verreck doch! Bitte renn! Renn um dein Leben! Heilen, heilen! Oh Gott, ich bin so aufgeregt! Schande! Am Arsch gesichert! Es müsste nur noch einer übrig sein. Oder sind es jetzt wieder mehr geworden? Wo ist denn der letzte? Oh, 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 weiß. Dort könnte was sein. Komm schon, Mann. War es vielleicht hier? Ja, genau hier. Bam! Scheiße, Mann. Hier muss noch einer sein. Ich kletter mal hier hoch. Verschaffen mir einen Überblick, aber hier ist, glaube ich, keiner mehr. Erstens. Zweitens machen wir mal diesen Generator kaputt. Drittens waren wir hier noch nicht. Hier gibt es nur noch Sachen zum Werfen. Gut. Ich glaube, das waren alle. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Tja, die bringen auch nichts. Also, die helfen euch auch nicht. Oh. Siehst du jemanden? Hier ist nichts. Wo sind die? Ah, da ist einer. Hier ist Schlamm. Ja, mach dich schön schmutzig. Und dann bade ich dich. Ich schrub dich schön durch. So. Das hätten wir auch. Hier raschelt das. Bin ich das? Ja, scheint so. Andere. Oh, das sind ja noch zwei sogar. Ich dachte gerade, das wären alle. So, jetzt muss der Typ hierher laufen. Sehr gut. Sehr gut. Komm, noch ein Stück. Komm schon. Das sind nur die Nerven. Fuck! Boah. Gut, dass ich den bekommen habe. Ey, die lässt die Leiche einfach hier liegen, Mann. Was soll das? Okay, dann schleichen wir uns an den hier ran. Nicht denken, handeln! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da musst du... Oh, das sind sogar noch zwei, Mann. Ey, wie viele von den Spasten laufen hier rum? Drei! Oh, das ist der Typ mit der Wärmebildkamera. Den muss ich hier jetzt um die Ecke erledigen. Boah. Sehr gut. Noch zwei. Nehmen wir noch vier. Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge. Das ich hab einen Benzinkanister. Ja, die fackel ich jetzt ab. Ausrüstung oder was? Nein. Aber burn, Motherfucker, burn! Ich hab ein komisches Gefühl.
Scheiße, ich muss das Ding ja zum Explodieren bringen. Wieso sollte so ein Benzinkanister einfach nur, weil es hinfliegt, explodieren? Ach, dann. Ich hab... oh nein, bitte nicht. Ich bin hier voll eingekesselt, Mann, keine Chance. Verstecken kann ich mich auch nicht. Kann ich hier durch? Auch nicht. Ich kann nirgendwo hin. Super, super. Geronimo! Das ist ganz schön knifflig. Ich muss so viele killen. Nur mit meinem Messer. Hier ist nichts. Ich werde dich kriegen, das schwöre ich. Das kann sehr gut sein, ehrlich gesagt. Meine Chancen stehen nicht gut. Ich muss auch noch die ganze Zeit warten. Tja, Freunde. Wenn Sie sich verstecken? Wenn Ihre Deckung Ihre Körperwärme nicht komplett abschirmt, sehe ich Sie. Wird sich noch eine Weile hinziehen, denke ich mal. Hoffentlich nicht der Typ mit der Wärmebildkamera. Sonst bin ich gefickt. Ja. Das ist er nicht. Er ist. Er wollte gerade etwas sagen, aber. Dann wurde er leicht unterbrochen, gelinde gesagt. Ah, guck mal hier. Craft gehört mir, oder sowas wollte er sagen, ne? Ey, die wissen, wo ich bin. Oder? Fuck, Alter! Ich hab nicht mal die Chance, mich zu heilen, ey! Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Ich bin auch so müde, ich hab nicht mal 3 Stunden geschlafen. Ich bin frustriert, ich bin müde, ich hab Hunger! Mir ist kalt! Siehst du jemanden? Hier ist nichts. Kein Bock mehr, Mann. Ich bin jetzt Selbstmord gemacht. Wieso rennt ihr nicht? Hier so reißen kann. Ich fress eure Kugeln auf! Zitat Scarface. Er hat Abend Craft gesagt. Also, oder Craft. Komisch, dass die Charaktere so benennen. Ich werde sie kriegen, das schwöre ich. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Arschloch. Naja. Ich werde beim nächsten Mal einfach weitermachen. Ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Ich bin richtig müde. Das sieht man ja auch. Ich bin richtig abgefuckt heute. Meine Augenringe sind noch größer als sonst. Ich gönne mir jetzt eine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play hoffentlich wieder. 41% haben wir, Leute. Bin so müde. Ich bin einfach übermüdet. Ich sollte schlafen. Also, bis zum nächsten Let's Play.